Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe hier was bekommen. Hier wird auch irgendwo Werbung stehen. Ich habe eine Anfrage bekommen, weil ich hatte ja damals so ein Pumpkin-Video und so gemacht zum Autoradio, ob ich ein Android-Autoradio mal testen wollen würde und dazu Videos machen wollen würde. Und dann habe ich nach ein paar Links gefragt, dass ich mir das mal angucken kann, ob das überhaupt was wäre. Nicht, dass es so ein Windows CE-Ding ist. Da hatte ich nämlich schon 5-6 Mal eine Anfrage wegen einem Autoradio auf Windows CE-Basis. Ehrlich gesagt, dafür kann ich mich nicht begeistern. Da habe ich auch deinen dankend abgelehnt. So. Ich habe mir jedenfalls dann die Links dazu angeguckt, die sie mir geschickt haben. Und das sah eigentlich ganz gut aus und auch die Specs, also Arbeitsspeicher, Prozessor und so, sah eigentlich aus wie, also wenn man den Preis anguckt, 200 noch was, wenn ich mich recht erinnere, 279 bei Pumpkin, und bei anderen zahlst du für die gleichen Sachen, also wenn das Radio das gleiche drin hat, 499 und so. Und die Firma nennt sich Vanku. Sehe ich mich hier gerade. Ich habe überlegt, wie sie heißen. Aber Navi-Software und so ist nicht mit bei. Da werde ich auch nochmal ein separates Video zu machen. Es gibt ja jetzt auch Möglichkeiten, Android-Radios abzudaten und alles optisch ein bisschen anzupassen und zu ändern. So. Ich mache mal das so ein bisschen rum, damit ihr das seht. Das werde ich dann morgen auch einbauen ins Auto. Vanku, K-Multimedia. Ja, hier ist eigentlich nur schwarz, hier steht jetzt nichts großartig drauf. Ich werde das jetzt mal auspacken und lege das jetzt einfach mal dahin. Und dann gucken wir uns das mal ganz genau an, was da alles drin ist. Ich habe auch schon meine Navi-Karte und so mit hochgenommen. So, dann haben wir hier einmal Ventricard. Dann haben wir hier eine Anleitung. Menü sieht eigentlich an, also wenn ich die Bilder angucke, sieht so in etwa aus vom Menü her wie mein jetziges Radio. So, wir brauchen ein Hebelwerkzeug und einen Schraubenzieher. Das habe ich auch. Das werde ich euch dann im Video unten unter dem Video verlinken. Das habe ich mir gekauft. Da hatten sie mal bei Amazon ein Angebot. Aber ich hatte schon mal sowas in Blau. Aber das war immer in einer Tüte. Das ist immer hin und her gefallen. Und dann war das auch schon ein bisschen ausgefranst vom oft wechseln und also die Spitzen. Und da habe ich dann ein Angebot gehabt bei Amazon. Das war, ich war vielleicht auch eins von diesen Highlight-Angeboten. Greife in den nächsten 2 Stunden zu und du hast so und so viel Rabatt. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls war das ein richtig guter Preis. Das weiß ich noch. Und ich habe da auch eine Tasche. Und dann kannst du mit Reißverschluss, machst du auf, zack, kannst du wieder zumachen. Alle Dude verstaut. So, dann haben wir hier noch Kabelei. Ist aber leicht. Wenn ich überlege, ich mach mal so. So. Wenn ich überlege, wie schwer meine anderen Autoradios waren, ja, die Technik wird halt kleiner. So. Ist wirklich ziemlich klein. So. Ich muss erstmal nur gucken, wo wir hier anfangen, hier oben. Also es gibt das Radio auch natürlich mit einer Navi-Software dazu. Aber hier bei dem, was sie, also ich kann nur sagen, dass hier was mit bei ist, ich weiß es nicht. Aber bei dem Link, was sie mir geschickt haben, war jetzt halt keine Navi-Software mit bei. Aber die kriegt er bei eBay, kriegt er da iGo für 49 € oder so. So,
gucken wir uns erstmal das Radio an. Oh, sieht doch ganz cool aus. Ich wollte halt, das ist halt das, was mir gefällt, ich wollte halt keins, sieht so in etwa aus wie mein jetziges, bisschen anders angeordnet. Ich wollte aber keins haben, ohne Blu-ray oder, also Quatsch, HD, sag schon hier, mein CD-Laufwerk und DVD-Laufwerk. Weil ich viele CDs habe, die ich halt dann gerne noch weiter nutzen wollen würde und nicht immer alles auf den Stick machen muss. Ich habe hier, das werden wir nachher im Hardware-Video uns auch nochmal angucken, aber ich habe halt hier zweimal eine SD-Karte, die ich reinmachen kann. Einmal GPS und einmal so, also für Medien. Das war mir halt sehr wichtig. Und es war mir wichtig, dass ich noch richtig Knöpfe habe zum Drücken und Drehen und so und nicht nur alles ein Display. Davon bin ich im Auto nicht so der Freund. So. Also stylisch sieht es auf jeden Fall schon mal gut aus. So, dann werden wir uns mal angucken, was wir jetzt hier so mit bei haben. Ah, hier ist CAN-Bus. Ich werde das bei mir auch wieder auseinanderklabüseln müssen. Ich zeige euch das auch gleich dann, warum und weshalb. Was haben wir hier? Wartet mal, da muss ich mal meine Brille holen. Das ist mir zu klein geschrieben. Ah. So. Fusebox Filter. Filter und Fusebox. Out, in. Also hier sind zwei in, also ein gelber und ein roter in. Push, out, open. Ja. Also das war damals nicht mit bei mir. Ein Filter. Also auf einer Seite rot-weiß, rot-gelb, auf der anderen Seite schwarz-weiß. B plus Kamera A. Was ist für Kamera? Kamera A plus. Reserve in. Also das soll wohl für Kamera sein. Keine Ahnung. Da muss ich selber erstmal nachlesen. Also das gab es damals bei meinen beiden Autoradios nicht. VW SS07. Also hier haben wir die CAN-Bus. Das ist der hier. Der Kasten, das ist ein CAN-Bus. Der greift halt praktisch alles vom Auto ab, was wir da so haben. Und teilweise wird es mir bei meinem Radio angezeigt, teilweise aber auch nicht. Ich habe auch noch so eine Zwischenklemme. Habe ich auch noch. Also praktisch, wenn ich hier verschiedene Kabel anschließen will. So ein Zwischenstück halt. Hier haben wir denn sowas. Da kann ich wahrscheinlich so ja meins. Nee, Quatsch. Ich weiß gar nicht, wie ich es bei mir angeklemmt habe. Ich glaube, habe ich das hier zwischen abgekniffen? Oder erst am Endstück? Nee, Quatsch. Also, das kommt ins Autoradio rein. Ich zeige euch das mal. So. So, wir haben jetzt hier praktisch die Rückfront von dem Autoradio. Ich zoome euch mal ein Stück rein. Wird ein bisschen längeres Unboxing. So.
Seht ihr das? So. Hier haben wir die Sicherung. Hier haben wir das, was wir gleich reinstecken werden. Hier haben wir GPS. Und was ist das andere? Müsste Wi-Fi sein. Genau, eine Wi-Fi-Antenne und das weiße ist USB. Also, das ist USB. Das haben wir jetzt gerade hier in der Hand. Hier ist GPS. Hier ist kommt die Wi-Fi-Antenne ran. Und hier haben wir dann, hier haben wir dann auch nochmal USB. Müssen wir uns mal angucken, ob wir den dann verlängern können. Da werde ich mir eine USB-Verlängerung holen. Hier ist für Radio. Hier ist der AUX. Ne, Mic. Hier ist ein Mic-In. Hier kann man ein Mic anschließen. Mikrofon. Da werde ich vielleicht eins von meinen alten Mikrofonen nehmen und hier mal anschließen und im Auto verbauen, dass es dann vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Und dann haben wir hier noch Klinke. Das ist für Out 2, Out 1, CCD, VN oder VIN, das kann ich nicht lesen. Ja, hier unten ist Antenne. Dann haben wir hier Front, links, Front, rechts. Hä? Keine Ahnung. Subwoofer. Nochmal Subwoofer. Oh, das, da muss ich gucken. Ich habe, hier haben wir noch rechts, links. Der Subwoofer hat zwei. Bei mir ist, ich habe aber meinen Subwoofer auf einen geklemmt. Also ich habe nur einen für einen Subwoofer. Da muss ich mal gucken. Da muss ich dann vielleicht einen Y-Verteiler nehmen und so. Jedenfalls, hier haben wir den dann. Den schließen wir jetzt mal an. So, ist auch kein Hexenwerk. Den stecken wir hier einfach nur rein und dann ist der fest. So. Was haben wir hier? AUX. Links in, AUX rechts in. Die könnten wir dann praktisch hier anschließen, glaube ich. Das muss ich dann erst nachlesen. Aber wichtig ist halt für mich, wartet, ich muss das erstmal hier raussuchen. So, lila. Ne, das ist grau. So, lila, das ist einmal, kann man das sehen? Ich zoome euch mal noch ein Stück ran. So, das ist einmal eine Box, also müsste links oder rechts sein. Das steht hier auch erklärt. Hier ist aber noch der Aufkleber drauf. So, dann haben wir hier nochmal grau. Die sind auch Standard. Die sind immer die gleiche Farbe. Ist auch eine Box. Dann haben wir weiß und grün. So, wartet. So. Also das hier oben. Ich hoffe, ihr könntet vernünftig erkennen. Lila, grau, weiß, grün. Das sind die für die verschiedenen Boxen. Also wir haben jetzt hier, ja, das ist ein dunkleres Lila. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, dass das lila sein soll. Und hier lila. Dann haben wir halt grau. Und dann haben wir halt verschiedene grau und grau-schwarz. Ich versuche mal, dass ich das hier einfange für euch. Hier, der hat zum Beispiel einen schwarzen Strich. Wartet, so festhalten, so. Der hat da einen schwarzen Strich. Und davon muss ich zwei. Ich glaube, es waren die in. Nee, warte mal, das waren die hinteren Beeren. Ich hoffe, es ist nicht grün, weil da muss ich die Klemme hier. Ich nehm jetzt einfach mal vorne. Ich sag einfach, die Beeren sind jetzt so. So. Die muss ich dann hier in der Mitte durchknipsen. Hier. Und dann muss ich die praktisch die hier beim Tod. Die hier. Und hier kommt ein Adapter ran. Also hier oben kommt ein Adapter ran, dass es dann gleich ins Radio reingeht. Und die hängen hier dann tot rum. Warum mache ich das? So, bei mir habe ich nämlich
die hinteren Boxen nachgerüstet. Und mein Stecker, der hier reinkommt vom Auto, der hat diese, also die Pins sind hier belegt. Ich versuche mal nochmal reinzuzoomen, dass ihr das seht. Also hier sind alle Pins belegt. So. Seht ihr das? Hier sind alle Pins belegt. Aber bei mir sind halt vier Stück davon nicht funktionabel. Also die funktionieren nicht, weil ich das halt nachgerüstet habe. Und bei meinem Standardstecker vom Auto, ja, also der hier reinkommt, gibt es diese zwei Boxen nicht. Die sind als einzelne Kabel, kommen die nach vorne. Deswegen muss ich das hier abkneifen und das dann halt direkt zum Auto leiten. Also ins Auto rein. Oder vom Auto rausleiten. Mann, ist das wieder eine schwierige Boot heute. So, wir gucken mal, was wir hier noch haben. So, wir haben dann hier... Leck mich am Arsch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir haben sogar ein Verlängerungs-USB dabei. Ja, den machen wir hier unten einfach an USB ran. Zack. Müsste auch fast bis zum Handschuhfach reichen. Müsste ich mal gucken. Aber wir haben schon auf jeden Fall einen mit bei. So, wir schließen das auch gleich mal alles an. Dann haben wir hier noch zweimal USB. Da muss ich dann mal gucken, inwiefern man die zusammen betreiben kann. Ich weiß zum Beispiel von meinen alten Autoradios, hier steht zwar überall USB dran. So, der kommt dann nämlich hier oben ran. So. Und dann kommt der nach hinten ins Handschuhfach gepackt. Ist ja nicht weit. Rum müsste eigentlich klappen. Aber ich weiß von meinem alten Autoradio, da stand nämlich hier einmal USB und einmal Wi-Fi. Nee, Wi-Fi nicht. Keine Ahnung, stand daran. Da konnte man dann einen Stick ran machen für GPS, also nicht GPS, hier sag schon. So ein WLAN-Stick. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe auch schon versucht, ihr habt bei meinem alten Radio zwei Sticks reinzumachen, ob er dann halt, dass ich dann mehr Auswahl an Musik habe oder so. Das hat auch nicht funktioniert, dass mir zwei angezeigt wurden, immer nur einer. Jetzt habe ich ja hier zwei und nochmal einen separaten dritten. Also da muss ich dann auf jeden Fall mal nachlesen, inwiefern welcher für was ist. So, dann haben wir das hier alles schon mal angeschlossen. Das können wir mal beiseite machen. So, dann haben wir hier, das ist für die Antenne. Das kennen einige noch von den alten Autoradios. Und hier kommen wir dann auf diesen neuen Anschluss, wo ich den Namen vergessen habe. Das kommt dann hier hinten einfach rein. Vielleicht vergesse ich es beim Einbau auch einfach. Und wenn meine Frau dann was will, sagt, oh, Schatzi, habe ich ja voll vergessen. Jetzt haben wir kein Radio. So, aber die Antenne will ich jetzt hier nicht anschließen, weil das ist eine Fummelarbeit. Das ist nicht für kleine, dicke Finger jetzt. Ich zeige euch die Nummer. Oh, das ist aber eine andere. Ach, das ist die Wi-Fi-Antenne. Also da hat sich einiges getan im Gegensatz zu damals. Hier wird die, das ist halt diese Schraubgewinde, das kennen eigentlich viele vom PC vielleicht schon. Und das ist die Wi-Fi-Antenne. Ja, das ist eine lange, die kann man auch zum Kleben machen, dass die dann halt, was weiß ich, auf eine Mittelkonsole oder halt langgelegt wird und nach oben und dass sie dann im Himmel oben rangeklebt wird, dass man halt besseren Wi-Fi-Empfang hat oder so. Ich werde es bei mir ins Handschuhfach packen wahrscheinlich oder halt im Auto von hinten, von unten im Armaturenbrett irgendwo rankleben oder so. Das weiß ich noch nicht, wie ich es machen werde. Eins von beiden. Aber der Kabel ist schon mal schön lang. Bei meinem alten Radio war einfach am Radio so ein kleines Stück mit einer Antenne dran. Also ein Draht, so ein kleines Stück Draht. Mehr wartet nicht. Und dann haben wir jetzt hier schon mal, also das ist... Ich wollte ja sowieso eigentlich Ende des Jahres mir ein neues Radio holen. Ich wollte vorher ja schon, aber da war das Geld nicht da und jetzt wegen Umbau und so. Also das war jetzt eigentlich ein Glücksgriff oder nicht Glücksgriff. Ich hatte Glück, dass sie sich bei mir gemeldet haben. Ach nee. Gut,
hat sich erledigt. Ich brauche nicht mein altes Mikrofon nehmen. Wir haben ein Mikrofon schon mit bei, was auch einen ziemlich langen Kabel hat. So. Und das werde ich auf jeden Fall mit verbauen. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich es anschließen werde. Ja, das sieht aus wie von King. Wie meins, was ich früher für Dings genommen habe, für meine Videos. Jetzt habe ich ja hier von Zollflyer so ein Schicket. Lavalier-Mikrofon gekriegt. Also das werde ich auf jeden Fall verbauen. Ja, am Handschuhfach raus und dann vielleicht an Alexa anbauen oder so. Ich habe ja Alexa Auto auch. Dann können wir da mal gucken, inwiefern jetzt schneller startet. Und hast nicht gesehen, was wir da alles für Möglichkeiten haben? Ich will auch mal gucken, was mir denn angezeigt wird. Also ob, wenn Tür auf ist oder Tür zugemacht wird, Klimaanlage oder irgendwas. Ist ja jetzt was Neueres. Also jetzt müsste ja eigentlich mehr gehen. Mal gucken, ich bin mal gespannt. Oh, was ist denn das? Ich habe hier so einen Würfel. Achso, ich denke mal, das ist hierfür. Keine Ahnung. Und das ist die Wi-Fi-Antenne. Da sagen auch viele. GPS-Antenne, Frequenz 15.742 MHz, Volt 3 bis 5 Volt. Ja. Da sagen auch viele, wenn du die jetzt im Auto schon verbaut hast, lass die drinne, nimm die für das neue Radio oder so. Das ist Schwachsinn, ich mache die neue rein. Weil ich hatte es beim alten Autoradio, dass die alte Antenne mit dem neuen Autoradio nicht funktioniert hat oder schon funktioniert hat. Aber sagen wir mal so, die Zeit, bis ein GPS-Signal war, ja, gut. Da kann man sich 3 Kaffee kochen in der Zeit. Kann, meine ich, ja. Also das hat ewig gedauert. Das ist, dann habe ich ja die neue Antenne, also normales aufgebracht und die neue Antenne, die beim Radio mit bei war, verbaut. Und dann war das weg. Also ist egal wo, ob wir bei Schwiegermutter waren, hier bei mir gestanden haben, bei meiner Mutter waren, bei Lidl gestanden haben. Egal, wenn ich den Navi gestartet habe, ewige Ladezeiten bei Navi. GPS-Signal, nicht gefunden und dann irgendwann doch. Und dann halt die neue Antenne, die beim Radio mit bei war und dann hat es auch funktioniert. In der Regel sollte es auch funktionieren mit den alten Antennen, wenn man sie beschissen verbaut hat, dass man die dann drinnen lässt. Ja, aber ich bin da kein Freund davon. Ich habe die Antenne nicht mal verbaut. Also ich habe die, hier ist halt, man kann das hier abmachen, das Weiße, und dann kann man sie rankleben. Ich habe die nicht mal verklebt. Ich habe mir einfach hier sowas genommen. Ja, hab das hier so um den, zwei, dreimal so um die GPS-Antenne rumgewickelt, so. Ja, und dann habe ich das hier so verknüllt, so. Und dann habe ich das Stück einfach hinterm Radio, habe ich da so ein, ganz hinten, ist noch so ein bisschen Draht, da habe ich das rumgemacht, so ein paar Mal rumgewickelt, fest, und da hängt das dran. Da wackelt die GPS-Antenne auch hin und her, wenn es viel holper die Polter ist. Aber es funktioniert. Und das ist die Hauptsache, und ich brauche es nicht verbauen und ich brauche da nicht das Handschuhfach, das komplette Armaturenbrett ausbauen oder irgendwas dergleichen. Es funktioniert, so wie es funktionieren soll, und das ist halt die Hauptsache. So, dann werden wir das mal alles wieder abbauen. Ah, da bin ich schon mal sehr gespannt. So, also wie gesagt, ihr habt im Autoradio den Adapter dazu. Also das, was hier reinkommt, ist in eurem Autoradio. Das wird also in eurem Auto. Das wird einfach nur raufgesteckt. Und da kommt, so wie hier, die ganzen Kabel aus dem Auto kommen da zusammen. Und dann auch halt für die Boxen und so. Und dann sieht das auch genauso belegt aus. Bloß bei mir nicht. Bei mir fehlen halt hier... So, ich glaube, die beiden letzteren fehlen nicht. Die fehlen da. Die sind bei mir halt nicht drinne. Und deswegen muss ich, und da kommt das halt einzeln hin, muss ich das hier abkneifen, ranmachen und fertig ist. So.
Das werde ich. Die Farben sind auch immer gleich. Also da braucht er keine Angst haben, dass er da irgendwas verkehrt macht. Wenn ihr schon ein GPS-Radio habt und das wie bei mir auch, ihr habt keine Boxen hinten drin gehabt, habt die nachgerüstet. Die Farben, die hier vorne drin haben, sind immer gleich. Also lila, grün, grau, weiß, die sind immer gleich. Also macht einfach eine Box ab, Plus am Plus, Minus am Minus. Ich glaube, schwarz war, also der mit dem schwarzen Streifen ist der Pluspol und der andere ist der Minuspol. Das bleibt eigentlich immer gleich. Und dann schließt er das einfach so an und dann seid ihr da auf der sicheren Seite. So, ich mache das mal aber hier nochmal rum, damit mir die Dinger hier nicht abhanden kommen, dass ich das alles hier vernünftig. Ja, morgen werde ich dann zu meiner Mutter in den Garten fahren. Und dann werde ich das Radio einbauen. Ich bin auch schon sehr gespannt. Also, wie gesagt, ich habe mir auch schon. Ich habe gegoogelt und laut Google soll iGo Prio oder wie das heißt, was ich habe, auf den neuen Android-Radios nicht funktionieren. Angeblich. Ich bin mal sehr, 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 sehr gespannt. Ich habe da auch noch eine andere Software, aber ich habe auch schon gegoogelt und in einigen Foren steht, dass es wohl doch funktionieren soll. Ich bin mal gespannt. Werden wir ja sehen. So. Ach so, das wollte ich ja hier mit reinmachen. So. Wir wollen uns aber halt noch das Radio auch mal von vorne angucken, dass ihr euch das mal ein bisschen besser angucken könnt, bevor wir Schluss machen, dass ich euch da auch noch ein bisschen was zu sagen kann. So. Hier sind zwar jetzt, also ich lasse die Folie, hier ist auch hier unten da so ein Pinöpelchen, könnte man abmachen. Ich lasse die immer drauf. Ich empfehle euch, lasst die auch drauf. Ihr braucht keine teure Folie kaufen und draufkleben zum Schutz vom Display. Das einfach dran lassen. Hier wieder reinmachen. So, nicht anfassen. So, am besten mit einer Schere oder so oder mit einem Cuttermesser hier mal wegschneiden oder so, dass er da ja nicht in Versuchung kommt. Oder Kind, ab. Weil ich habe auf meinem alten und auf meinem Radio, was ich davor hatte, immer noch die Folie drauf. Also, das, was jetzt drin ist, seit ein paar Jahren, da ist immer noch die Folie drauf, da ist noch nichts abgegangen und da kannst du rübergehen, wie du willst. Und wenn ich das jetzt abmachen würde, ja, wäre der Bildschirm unzerkratzt. Die Folie natürlich nicht. So, wir haben dann hier Volume Plus und Minus, also Lautstärke. Ach, warte. Hier haben wir für einen Tuner, damit wir Sender suchen können. Hier haben wir den Diskauswurf. Hier haben wir dann zurück. Das ist ein bisschen anders als bei meinem, was ich jetzt habe. Da ist hier Navi. Navi haben wir jetzt hier. Hier ist die Home-Taste. Ich muss noch mal überprüfen, ob alle Tasten gehen. Bei meinem letzten Radio, wisst ihr ja, das hat das ja oben gehakt, aber hier geht alles. So, jedenfalls haben wir hier zurück. Hier haben wir noch Mic drin. Hier haben wir Navi. Band, das wird, glaube ich, Radio sein. Und das kommen wir gleich dazu. Und dann haben wir hier Play, Pause, zurück und vor. Und dann haben wir hier halt einmal und hier einmal Kartenslot. Hier steht auch drauf, bei dem jetzt zum Beispiel GPS-Card. Das könnt ihr nicht lesen, das ist zu klein. Und das ist ja, das ist die ganz normale SD-Karte. Hat die Bewandtnis, die sind unterschiedlich. Ja, aber die Bewandtnis hat. Also eigentlich werden wir von euch sagen, das ist doch gleich. Karte ist Karte. Nein, in der Software vom Radio ist es so. Ist ja auch eigentlich eine abgewandelte Tablet-Version, aber davon egal. Dass die GPS-Slot zuerst bootet. Also der ist immer zuerst da. Ja, wegen Navi und so, dass es das halt schnell geht, dass wenn das Auto, ihr wart tanken oder was weiß ich, macht das Auto an, zack, bumm, kommt alles wieder da. Der kann sofort darauf zugreifen und ja, und hier kann es dann halt mal kurzzeitig ein bisschen was länger dauern. Aber nichtsdestotrotz, in der Software, wenn es so wie bei meinem Radio ist, hier finde ich auch mit dem silbernen Akzent, finde ich ganz gut. Wenn es so wie bei meinem Radio ist, könnte ich halt jetzt auch anstatt Navi CD reinpacken oder dass er halt, was weiß ich, irgendwas startet, Menü oder irgendwas. Also das
Es steht zwar da, was was ist, aber ihr könntet auch noch anpassen. Und da gibt es auch genug Apps und was weiß ich, damit das also Home ganz, ganz anders aussieht. Also Launcher und auch, dass ihr hier die Tasten ändern könnt. Es gibt auch einen Launcher, wo ihr das euch anpassen könnt von den Formen und was dann alle durchgeht. Das will ich dann auch mal gucken. So, hier unten haben wir dann noch einen Reset-Knopf. Und das war's eigentlich schon. Mehr haben wir jetzt hier nicht. Und hier oben, hier habt ihr dann praktisch eine komplette, steht jetzt ein bisschen auf dem Kopf, hier habt ihr dann praktisch auch den kompletten Bauplan oder wann hier hinten welcher Anschluss ist. So, aber ich muss doch mal gucken, wir haben FL, achso, nee, ich habe mich verlesen. Rechts, links, rechts, rechte Seite links. Rechte Seite rechts. Front, also das wird right heißen, also für hinten. Hinten rechts, hinten links und FL und FR für vorne links und vorne rechts. So sind viere. Subwoofer haben wir zweimal drin. Und dann haben wir hier noch links rechts. Also da ist für jeden was mit bei. So, ich werde da dann auch ganz viel anschließen. So, also den Mic werde ich auf jeden Fall anschließen. Vergesst nicht, das ist mir schon mal passiert, bevor ihr das Radio einbaut, hier ist so ein roter Aufkleber, ja, also ein Zettel, den habe ich ja schon abgemacht. Die beiden Schrauben müsst ihr rausmachen, bevor ihr das Radio einbaut, weil die sind als Stopper oder als Sicherheit da beim Verschicken oder beim Transport, eine Transportsicherung dafür, damit da nichts kaputt geht. Also wenn ihr das macht, warte mal, ich muss mal gucken, wo hier was ist. Also wenn ihr das macht, dann macht das vorher raus. Weil sonst müsst ihr das Ganze nochmal aufschrauben und nochmal das Radio rausnehmen, damit ihr da die Schrauben oder wenigstens halbwegs ein bisschen rausziehen, damit ihr die Schrauben rauskriegt, weil sonst funktioniert keine DVD. Das geht erst, ihr könnt keinen reinstecken, das stoppt schon vorher. Also nicht, dass ihr denkt, ihr könnt ja wenigstens reinmachen oder so, nee, selbst das funktioniert nicht. So. Gucken wir mal im User Manual Android Card Radio. Also das soll auf Android 10 schon basieren. Also die Anleitung ist hier eigentlich auch kinderleicht. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas... Alles raus, ja. Also ich habe hier jetzt auf jeden Fall mehr Platz, weil mein Anritt ist komplett auf die Doppeldienen, füllt alles aus. GPS-Antenne. Powerfuse. Ah, unten ist Powerfuse, 15 Volt. Powercable. Ach, bitte setzen Sie. Ach so, da haben wir so ja ein Deutsch. So, wir haben so ja eine Deutsche. So, Rentry Card, auch ein Deutsch Hinweis. Auch wenn Garantiezeit, auch wenn in der Garantiezeit, wenn es Folgen auftritt, werden bestimmte Warnungskosten berechnet. Okay. So. Wir gucken jetzt nur mal. EN.DE. Ja, mal DE. Ich würde gerne mal wissen, für was diese Powerbox ist. Hier ist halt nur mit der Antenne.
Nee, das ist Rückfahrkamera hier. Also noch was zum Radio und zu den einzelnen Abschnitten, auch wenn er jetzt hier Bluetooth und so was alle erklärt. Oh, das sieht wieder schöner aus. Hier dreht sich eine Schallplatte wieder, wenn du Musik hörst im Media Player. Das bei meinem letzten finde ich es halt optisch nicht so schön gelöst. Das war bei dem, was ich davor hatte, besser gelöst. Hier haben wir Play, die ist ein großer, dicker Knopf. Ja gut, das zum Spulen ist halt ein bisschen klein, aber das müsste man dann gucken, wie es dann im Endeffekt aussieht. Ich habe auch schon Apps gefunden, wo du, die du installieren kannst, die normale Equalizer-App, die im Radio drin ist, also in Android-Radios drin ist, ersetzt oder verbessert. Also da hat man dann mehr Einstellungsmöglichkeiten von der Lautstärke her und auch so von allem. Aber hier ist auch noch nirgendwo erklärt. Ja, hier das ist das normale. So sieht das normale aus. Die Equalizer-App. Und die kannst du halt ersetzen. Oder zusätzlich. Ich muss heute die Power-Funktion noch finden, dass ich dann halt einstelle, dass das Radio, wenn ich ausmache, nicht komplett aussieht, sondern 10 Minuten warten. Also praktisch auch ausgeht, aber komplett aus erst nach 10 Minuten. Das heißt, dass ich halt tanken kann oder auf Klo kann oder was weiß ich. Und losfahren kann und Musik startet gleich wieder und ich muss halt nicht wieder warten, bis das alles hochgefahren ist. Ah, hier. Doch, hier steht's. Passwort ist 126. Ja, so wie bei allen anderen. Da kann man den Radio, also man geht auf Werkseinstellungen und dann gibt man 126 ein und dann kann man halt hier Radiofrequenzen ändern, wenn man halt nach China nach Polen zieht oder Russland oder so, dann kann man da das alles auf Russisch einstellen und so. Man kann das K-Logo ändern, also dass nicht Android vorne steht, sondern VW-Zeichen, wie bei mir jetzt, das werde ich machen. MTU-Update. So, Systemaktualisierung, Firmware-Aktualisierungsmethode, Firmware-Aktualisierung, wenn Geräte, bla bla bla, USB-Stick. Ja, da habe ich schon eine andere Methode gefunden, wie man auch ältere Geräte updaten kann. Weil die Updates, hier steht zwar auch drin, dass hier steht es drin? Ne, steht nicht drin. Nur, dass es mit einem USB-Stick und dass man das Update dann über einen USB-Anschluss einspielt, so wie beim Handy halt damals, wenn man es geroutet hat oder so, dass man es auf SD-Karte gemacht hat. Und dann sieht das halt so aus. Da gibt es aber auch eine neue App, die nennt sich HAL 9K oder so. Damit beschäftige ich mich schon seit ein paar Tagen. Da kannst du auch Android 7 auf Android 9 hoch updaten. Muss man halt nur ein bisschen aufpassen wegen Bluetooth. Das ist halt bei Android 10 nicht, also geht nicht zu hoch. Wenn ihr ein altes Radio habt, geht ein bisschen hoch, aber nicht zu hoch, weil sonst geht euch Bluetooth teilweise verloren, weil bei den älteren Radios, nicht bei allen, es gibt da 4 verschiedene Bluetooth-Antennen und eine davon, die habe ich in meinem Autoradio, MD noch irgendwas, keine Ahnung, die ist nicht kompatibel zu Android 10. Aber Android 9 und 8. Deswegen werde ich habe jetzt Android 7 drauf. Vielleicht werde ich mein Autoradio unten auch nochmal aktualisieren irgendwann mal. Keine Ahnung. Jetzt werden wir erstmal das einbauen. Auf Android 10. Mit 4 GB Arbeitsspeicher. Und intern waren es. Fuck, was waren es intern? 32 oder so. Ich gucke gerade mal nach für euch. Ich habe mir das nämlich extra hier auf meinen Wunschzettel gemacht. Also 279 kostet es. Das hat Android 10. Ein PX6-Chip hat das drin. Rook-Chip 3399.
Android 10, 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB RAM. Das ist eine gute Marke, weil 64, da reicht, dann kann ich mir ein paar Apps drauf machen und habe immer noch genug Platz nach oben. So, Android 10. 4 GB RAM, 6 Core, also 6 Core Prozessor ist es. Speed soll wohl extrem sein, im Gegensatz zu den alten, wie hier steht. Ich muss dann halt nur mal durchlesen, warum man drei USB-Anschlüsse hat. So, GPS-Navigation, vorinstallierte Online-Navigations-App Google Maps. Sie können auch andere Navigations-App, TomTom, Waze, Play Store herunterladen. In Play Store herunterladen. Bluetooth 5.0, FM-AM RDS-Radio, Markenradio, NXP-T, keine Ahnung, für bessere Radioempfang. Also NXP, Freizeichen, TEF 6686, ja, für besseren Radioempfang. USB, ah, hier. Also, USB-SD-Karte. Unterstützt USB-Sticks, / Micro-SD-Karten bis 64 GB. Ja. Also ich werde dann wahrscheinlich mein altes Navi und weil das nimmt die 8 GB SD-Karte komplett ein oder fast komplett ein. Und dann habe ich da auch noch ein paar Lieder von Frauchen drauf und so. Ich werde mir dann wahrscheinlich noch eine 32 GB Karte oder ich nehme erstmal die aus dem DS oder so. Werde ich morgen Vormittag vorbereiten. Und eine 32 GB für Mucke, so wie jetzt auch. Die nehme ich die gleiche und dann eine 32 GB, wo die verschiedenen Navi-Systeme raufkommen. Ja, ich werde mir auch von Amazon, ich weiß nicht, ob ich es noch runterladen kann, aber ich müsste eigentlich Navigon noch runterladen können. Das ist immer noch in meiner Liste drin. Müssen wir mal gucken. Autoplay, optimale Dongle, bla bla. Unterstützte Funktion Ihres Smartphones. Ich hoffe, dass es jetzt mit Android 10 vielleicht so weit ist, dass ich auch dass mir die Ordner auf der SD-Karte angezeigt werden, dass ich jetzt zum Beispiel Diskografien raufpacke und dann sage zum Beispiel Freiwild, Onkels, 3 Meter Feldweg und was weiß ich, Rammstein und sowas alle. Und dass die dann untereinander stehen oder Kerbholz, Schusterjungs, Berliner Weiße. Nur das da angezeigt wird und wenn du da raufklickst, sagst du, jetzt hast du Bock auf Berliner Weiße, drückst du rauf, öffnest den Ordner, da sind nochmal 5, 6 andere Ordner drin und da sind dann halt die verschiedenen Alben. Ja? Das wäre schön. Das ist beim Original-VW-Radio ist das so. Bei Android ist es leider nicht. Bei diesen Windows-CE-Radios ist es auch nicht. Das ist eine Funktion, die ich mir seit Ewigkeiten, ich kann da alles machen. Ich kann Spotify nutzen. Ich kann Amazon Music nutzen. Ich habe jetzt noch Alexa Auto und ich kann alles nutzen. Ich bin da wirklich echt zufrieden. Aber diese Funktion, dass wenn ich Ordner habe, also auf USB-Karte oder Stick, diese Ordner, das ist so eine Sache, die fehlt mir unheimlich. Die hätte ich echt gerne. DB Plus. Optional, DB Plus Box erforderlich, Klang in der Audio-CD nach kommenden Qualität. Naja, ich habe ja keine DB Plus Box da. Ich muss mal gucken, ich werde mal meine DB Plus Box erforderlich. Ich muss mal gucken, ich habe ja die von Pumpkin, ob ich die da auch anschließen kann. Kameraeingang optional, Rückfahrkamera erforderlich, OBD2 kompatibel mit ELM 327, Bluetooth, Wi-Fi, ODB 2.0, Diagnosegeräte, kompatible App, TalkWi oder so. Merkmale und Details. Das neue Betriebssystem Android 10, Arbeitsspeicher 4 GB, interner Speicher 64 GB.
Flüssiger Betrieb dank Top-CPU PX6. Rockchip 3399. Ultraschneller Prozessor öffnet sie gleichzeitig mehrere herunterladende Apps. Bla 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 bla. IPS Touchscreen. Hier haben wir doch Auflösung. HD in, ja, 1280 mal 720, also 720p. Ausgabe 4 x 50 Watt. Wir bieten 18 Monate gesetzliche Garantie. Gesetzliche Gewährleistung. Passend. So, also das, was ich jetzt hier habe. Ach du Scheiße. Für VW Golf 5. 2003 bis 2009. Golf 6. 2008 bis 2013, Golf Plus, ich sage jetzt einfach nur mal die Modelle, Golf GTI, Golf, oh, Golf GTI, Golf R, Eastet, Golf Eastet, was soll das sein, Golf Wagon, was soll ein Golfwagen, also soll einfach Golfwagen heißen, Golf Cabriolet, Cabriolet, Tiguan, Touran, Caddy, Amarok, Scirocco, EOS, leichter Einbau ohne Kabel, Salat, Plug and Play, ohne Adapter kompatibel, bla 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 bla, Lenkradtasten passend für, also die Lenkradtasten werden auch unterstützt für VW Polo. Seit Senden Passat Variant, Passat CC, Passat B6 3C, Seat Leon, Toledo XL, Skoda Fabia, Subaru, oh Gott. Ja, meiner, wieso steht mein Jetta nicht damit bei? Naja, aber das ist ja Golf 5 2003 bis 2009, meiner ist ein Jetta 2008er Baujahr, das ist ja eigentlich ein Golf 5. Große Funktionen, GPS, Navigation, Bluetooth, Freisprecheinrichtung und Musikwiedergabe. Fast Boot im Second Boot, ca. 2 Sekunden. Amazon Android Auto, habe ich noch nie benutzt. Besser WLAN, 4G, FM, RDS, Radioempfang ohne Rückfahrkamera, bla bla bla, 64 GB, 1080p. Video, ja, ich denke mal 1080p Video wird da abspielen. Aber das ist ja nur ein 720p Bildschirm. Im Lieferumfang ein Android Radio, ein Android 10 Navigier, ein Stromkabel, ein CAN-Bus, externes Mikrofon, ein USB-Kabel, Wi-Fi-Antenne, GPS-Antenne, Audio-Ausgabe, einmal Mini-USB-Kabel, einmal Bedienungsanleitung. Ja, aber hier die Box wird hier zum Beispiel nicht erklärt. Ja, also sollte eigentlich für alles was dabei sein. So, ich lege die jetzt hier drüben hin. Ich werde morgen auch die Kamera mitnehmen. Ich lade auch extra noch die Akkus und dann werden wir morgen das einbauen. Aber da ich dann alleine bin, kann ich immer nur zwischendurch aufnehmen und das nicht die ganze Zeit laufen lassen, weil sonst fehlt mir der Platz. Und ich muss halt noch die ganzen den Schraubenzieher raussuchen und mein Dings muss ich im Schrank alles rausholen. Ich freue mich schon. Ich hoffe, das läuft dann auch alle gleich von Anhieb. Nicht, dass ich wie beim letzten Mal bis abends gesessen habe, weil irgendwo sich ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. Naja, aber eigentlich ist es Plug and Play raus, ran. Das Einzige, was bei mir halt ist, wo ich halt aufpassen muss, ist mit den vier Boxenkabeln, dass da dann halt Ton ankommt, links auf links und rechts auf rechts. Das hatte ich nämlich letztens auch vertauscht. Und das Plus Plus ist Minus Minus ist und sonst ist eigentlich alles gleich. Ich will aber halt von den Anschlüssen für den Subwoofer und so, da sind so ein paar ausgefranst, die werde ich auch gleich ersetzen. Ich habe auch noch so eine Box mit diesen Steckverbindungen und so und auch Stromdieb und was ich da alles habe, das werde ich dann alles vernünftig anbauen, dass das auch alles vernünftig ist. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich muss jetzt den Stream vorbereiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. War ein bisschen längeres Unboxing
mit Hardware gleich angucken. Ja, ich werde es dann morgen einbauen, da gibt es noch ein Video zu und dann werde ich es auch eine gewisse Zeit testen und dann werde ich nochmal ein Video machen und ein paar Anleitungsvideos und euch ein bisschen was zeigen und erklären. Also dann wird es ein paar Videos zu geben. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.